auf YouTube natürlich auch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Rundchen Animal Crossing. Jawohl. Ihr habt wahrscheinlich gerade, oder ihr habt wahrscheinlich vor ein paar Minuten noch das andere gesehen, wo ich dann aufhören musste, wegen Wohnungsbesichtigung, wegen spontan und so. Das ist jetzt quasi die Fortsetzung des Ganzen. Jetzt ist es dunkel mittlerweile, weil wir spielen abends nach einem Minecraft-Stream, beziehungsweise im Minecraft-Stream, nach einer Runde Minecraft, jetzt noch eine Runde Animal Crossing. Hallo miteinander. Ne? Hier spricht Tom Nook. Natürlich. Es ist Donnerstag, der 23. April 2020 um 11:45. Jawohl. Eine späte Durchsage für alle euch Nachteulen da draußen. Die Neuigkeiten heute. Es gibt gar keine Neuigkeiten. Na klar, erzähl mir doch einfach mal nichts zu dem neuen Update. Ne, erzähl mir doch einfach mal nichts dazu, was da gerade geupdatet wurde. Ist schon okay. Ist schon okay. Ich werde euch nun etwas über die Prämien des Nook-Mine-Programms erzählen. Machst du das? Ich würde euch gerne einen Muss für jeden Hobbybastler vorstellen. Alltagswerkzeuge A bis Z. Daran sind Bastelanleitungen für Werkzeuge, die nicht so ganz so leicht kaputt gehen. Aber das haben wir, glaube ich, schon. Ne? Stabilere Werkzeuge, Nook-Malen, Prämien, natürlich. Der macht wieder schamlos Werbung. Weißt du, du startest das Spiel direkt Product Placement für seine Scheiße, die er da immer verkauft. Welche Games spielst du auf deinem Smartphone? Boah. Eigentlich fast gar nichts. Ich habe eine lange Zeit Heyday gespielt. Und dieses Simpsons-Game, Tap-Out heißt das, glaube ich, oder Tape-Out. Tap-Out heißt es, glaube ich. Aber eigentlich auch fast gar nicht mehr, tatsächlich. Aufpassen, dass es nicht wieder so eine komische Kackspinne erwischt, ne? Oh, guck mal, die Orangen sind wieder gewachsen. Sehr schön. Erstmal checken, ob hier irgendwo eine Spinne rumläuft. Die wir vielleicht diesmal fangen können. Das wäre natürlich eine großartige Geschichte, wenn wir das diesmal hinbekommen würden. Ich habe mir überlegt, ich würde heute gerne mal ein bisschen reisen, ne? Ach du Scheiße. Heute eine Reise. Ja, einfach mal eine Reise machen mit diesem Meilenprogramm, ne? Ist aber wirklich ran dazu, wenn du auf die Spinneninsel... Nein. Einfach so mal rumreisen. Einfach mal gucken, was da noch so gibt. Da draußen in der Welt. Das ist wieder ein Fossil, glaube ich. Oh, wir haben auch wieder welche. Die können wir noch abgeben schnell vorher. Schaufel ausrüsten. Zack, zack. Schwuppdi-dadi. Mal gucken. Ein Fossil. Sehr schön. Können aber natürlich auch erstmal ganz entspannt ein paar Früchte verkaufen. Ein paar Kirschen. Ein paar Orangen. Und wir müssen auch noch die Häuser platzieren, fällt mir gerade ein, ne? Das müssen wir ja auch noch machen. Ach du liebe Zeit. So. Orange hier. Was bitte ist eine Spinneninsel? Da sind ganz viele Vogelspinnen, die du alle fangen kannst. Und die du dann wiederum verkaufen kannst. Da hat der Fox einen richtig fetten Hit gelandet. Also einen richtig krassen Hit. Und dann bist du im Grunde genommen reich. Ja. Da kannst du ordentlich was, ne? Profit machen. Profit, das klingt wie so ein Billigmittel irgendwie aus der TV-Werbung, ne? Aus diesem TV-Shop oder wie das heißt. Mit Profit. Pro Spinne 8000 Sternis, das ist halt schon krass, ne? Für so eine verkackte Spinne. Die ich halt hier zu Hause kaputt prügeln würde. Safe. Nein, meine Tasche ist voll, verdammt. Königslibelle. Ja, warte mal, wir müssen verkaufen gehen, ne? Dann lass mal die eine Kirsche da liegen. Wir gehen mal gerade verkaufen. Am Aldermort. Jetzt wird sich der ein oder andere wahrscheinlich wieder aufregen und sagen, Tobias, das bringt weniger Geld, aber das ist mir egal. Das ist mir wurscht. So, das kann weg, das kann weg. Was bringt das? Oh, bringt nur 100, ne? Das ist eigentlich auch ein Witz. Die Orangen können weg.
Die Schnecke kann weg, die Dollar können weg, der Kohlweißling kann weg, Königslibelle weg. Kolibri-Falter brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, ne? Kolibri-Falter gibt es ja auch, wie Santa Meier. Zitronenfalter kann weg, dann der Kolibri-Falter kann weg. Joa, und die komischen Blumen hier. Der Laden ist eh schon zu. Ja, eben, eben. Aber selbst wenn er jetzt nicht zu wäre, ich hätte es jetzt trotzdem abgegeben. Oh, wir haben ein paar Punkte bekommen. Nice. Sauberst. Was ist das? Verkaufe Muscheln. Okay, dann müssen wir gleich nochmal Muscheln sammeln gehen. Wir können Fische fangen gehen. Und ein bisschen Holz hacken, alles klar. Kriegen wir hin. Gehst du heute nochmal auf eine Meileninsel? Ja, machen wir auf jeden Fall jetzt gleich, ne? Würde ich sagen. Hier raus muss ich... Ja, ja, weiß, wissen wir doch schon längst alles. Das wissen wir doch schon längst alles. Hallo, Eugen. Grüezi. Hier, guck mal, ich habe Fossilien. Fossilien, Alter. Guck dir mal meine Fossilien an. Ach. Dat. Dat. Und dat. Look at this shit, man. Nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Sehr schön, du hast auf jeden Fall Neues für uns dabei. Wir haben noch nicht alle dieser Stücke. Ich bin entzückt. Man meint fast, sie hätten einen sechsten Sinn für Fossilienfunde. Sehr schön. Denke mal an die goldene Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück. Macht den guten Eugen glücklich. Ich weiß doch. Ich weiß doch, ich weiß doch. So. Dein Gesicht, Junge. Oh, das hatten wir schon gehabt, tatsächlich. Die okay, den Schädel hatten wir schon, aber wir haben hier einen Säbelzahnvorderteil. Interessant, interessant. Und ein Plesiosaurus-Torso. Check it out, man. Sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorzuheben. Ich nehme die... Ja, komm, greif mal in meine Tasche, bitte. Nein, das war's dann schon. Tschüssi, ne? Tschüssikowski, Bro. So. Die Häuser. Ja, das mit den Häusern, ne? Da müssen wir mal... Da haben wir noch eine Muschel. Eine Teppich... Teppichmuschel. Wir gucken mal, dass wir an den Strand vorgehen. Nein. 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 Ja. Ich weiß, wir haben das Rad. Guck mich bitte nicht so an. Da ist guter Rad teuer, nicht? So. Na. Nimm mit den Schinkenjunge. Du alter Schinkenjunge. Oh, da drüben können wir wieder... Haben wir dabei? 39. Okay, das ist natürlich nicht so viel. Dann grabe ich das mal lieber noch nicht aus da drüben. Da können wir nämlich wieder einen wunderschönen Baum pflanzen. So. Da haben wir auch noch einen. Ich nehme noch ein paar Kirschen mit, ne? Wenn wir hier schon rumlaufen, dann kann man die Kirschen ja ruhig mitnehmen. Und dann schauen wir mal, dass wir noch ein paar Muscheln kriegen. Das kriegen wir nämlich die Aufgabe noch fertig. Und Fische müssen wir noch fangen. Zählt das hier auch als Muschel? Doch eigentlich schon, oder? Ja, doch, das müsste auch als Muschel zählen. Da haben wir noch einen Fisch. Ja, fangen wir doch direkt mal an, würde ich sagen, oder? Da. Come to me! Hast Bock, Junge? Jetzt. Ja. Tamadaba. Eine Makrele. Eine schöne, leckere Makrele. Oder so ein Matjesbrötchen, ne? Da würde ich jetzt d'accord gehen, du. Boah, so ein Matjesbrötchen wäre jetzt aber wirklich geil, ne? Ey. Bist du für ein ignoranter Fisch? Guck mal. Wow.
Ein Paletten-Doktorfisch. Klarer Fall von Angler. Hatten wir den schon mal? Krass. Konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, du. Hui. Na, komm schon. Ah ja, komm ran. Oh, ein Seepferdchen. Juhu. Na, süß. Erstmal in die Tasche stecken, damit er elendig verreckt. Lukas Video Game Live. Dankeschön für 3 Monate. Alter, vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Bin ich noch irgendwo ein? Nee, ne? Nö, hier ist nichts. Okay. Was ist denn der Sinn des Spiels? Hab ich auch nie gewusst. Es hat auch so richtig keinen Sinn. Aber es ist halt einfach toll und macht Spaß und es ist... Ja, keine Ahnung. Es ist einfach ein süchtig machendes Spiel von Grund auf. Ist einfach so. Entspannend. Ja, das ist halt... Es entschleunigt dich extrem. Das muss man ganz klar sagen. Es macht einfach... Keine Ahnung. Es macht einfach Spaß. Musst du selbst spielen. Kannst du nicht... Kann man nicht erklären. Kann man nicht irgendwie... das geht nicht. Wie gesagt, ich habe auch immer gedacht, was machen die denn? Also ein Hype um das Spiel ist ja fürchterlich. Ich weiß nicht, ob der Hype nicht vielleicht einfach jetzt ein bisschen größer war. Weil jetzt halt auch eben diese Corona-Geschichte war, ne? Das weiß ich nicht, weil halt viele Leute zu Hause bleiben mussten und so weiter und so fort. Vielleicht ist da der Hype jetzt ein bisschen größer automatisch gewesen, ne? Das weiß ich natürlich nicht. Aber, ja, trotzdem, ein geiles Spiel, macht einfach Spaß. Was wollte ich denn? Kescher wollte ich. Ach, leck mich doch. Kescher. Assassin's Crossing. Dein Leben führen und Insel bauen. Genauso sieht's aus. Mehr ist es nicht. Aber das reicht auch. Das reicht halt auch vollkommen. Animal Crossing habe ich auf GameCube gespielt. Echt? Okay. Habe ich noch nie... Wie gesagt, ich habe noch nie vorher Animal Crossing gespielt. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es auf dem... Ich habe es halt nur auf dem DS mir jetzt extra gekauft gehabt vorher, habe es aber auch nicht gespielt. Aber ich weiß, dass Animal Crossing da extrem, extrem beliebt war. Also, dass die Leute das echt fett gesuchtet haben. Aber warum, wieso, weshalb und hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Ich hoffe, es macht sich, dass ich deinen Streamtitel verschandelt habe. Nein, alles gut. Tob dich ruhig aus. Wenn es Spaß macht, gönn dir. Auf der S New Leaf. Ja, siehst du, habe ich zum Beispiel nie gespielt. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, sind hier vielleicht nochmal Fische gespawnt irgendwie? Kommen wir hier nochmal... Was für ein fantastisches Exemplar. Oh, der hat sofort angebissen, die Sau. Komm ran! Seebarsch. Na gut. Geld eingraben. Wir haben gerade nichts dabei, leider. Wir haben gerade nichts dabei, gell? Da ist noch einer. Guck mal. Ich glaube, das dürfte dann der 5. sein. Ist das dann der 5? Ich weiß es gar nicht. Komm mal rüber. Oh. Das dürfte die Aufgabe sein, die wir erledigt haben. Wunderbar. Wir gucken nochmal, hier hinten ist noch einer. Wir bräuchten eine Kaulquappe, ne? Bist du eine Kaulquappe? Okay, ist wieder so ein Kalmar. Okay, alles klar. Na, okay. Gut, besser als nichts. Kann man alles verkaufen. Fang nochmal eine Ölsardine. Wie fängt man denn eine Ölsardine? Die findet man nur in Seen. Ach so. Wir haben doch hier unten einen. Warte mal, da renne ich mal hin. Stimmt, Kaulquappen. Ja. Okay, jetzt wo du sagst, warte mal. Doch, du hast recht. Das ergibt sogar Sinn. Das macht sogar Sinn. Dry, das macht Sinn. Verstehst du? Aber hier ist nichts. Scheiße.
So, ich grab aber wenigstens hier das Ding mal aus. So. Und grab das aber auch direkt wieder ein hier, glaube ich. So. Das sind dann zwar nur 3000, aber besser als jetzt nichts. Das passt schon. Ich weiß, ich hätte jetzt zurückrennen können und hast du nicht... Ja, ich weiß. Aber besser als nichts. Pass auf, wir gehen nochmal verkaufen und dann gucken wir mal, ob wir tatsächlich mal auf Reise gehen können. Achso, wir müssten die Häuser noch hinsetzen, ne? Oh Gott, ich hasse sowas immer, weil ich nie weiß, was dann der richtige Punkt ist. Wo man am besten hinsetzt, weißt du? Ah, ich hasse das immer. Kalmar, Makrele. Oh, der Schädel bringt gut Money. Schön. Sehr geil. Seepferdchen, ein paar Kurchen, Makrelen, Sanddollar, eine Kreiselschnecke. Nochmal ein paar Kirschen. Haben wir hier sonst noch was? Nee, ne? Nö. Das ist wieder ein Plus von 16k. Ich freue mich. Jetzt haben wir noch zwei Fossilien. Wir bringen die gerade nochmal schnell rein hier. Vorher hole ich mir die Punkte ab. Nicht der... Oh, das ist schon wieder fast der Knopf. Nicht, dass wir gleich irgendwie eine Aufgabe kriegen von wegen, was weiß ich, mach dies und dies. Okay, es ist stoße Felsen an. Verkaufe Muscheln. Eine Muschel bräuchten wir noch, ne? Auf meiner Insel regnet es die ganze Zeit. Bei Fox auch tatsächlich, aber bei uns, also hier hat es bis jetzt noch nicht geregnet. Was darf ich für sie tun? Hier. Die hast du im Inventar, die Muschel? Echt, war da noch eine? Okay. Gucken wir gleich mal. Aber erstmal hier und hier. Bitteschön. Bei Regen fängt man bessere Fische. Echt? Cool. Also dann gleich zwei. Huhu, sehr schön. Da ist auf jeden Fall was Neues dabei. Wir haben noch nicht alle diese Stücke. Ich bin entzückt. Man meint fast, sie hätten einen sechsten Sinn für Fossilienfunde. Ich hoffe doch sehr, dass sie das Museum damit bereichern werden. Die kulturelle Entwicklung von Florida voranzutreiben, ist ein löbliches Bestreben. Ich gebe Ihnen die kostbaren Stücke wieder, aber denken Sie immer an die goldene Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück macht den Eugen glücklich. Jede Spende, jedes Stück, da wartet man auf irgendeinen coolen Reim am Ende, weißt du? Jede Spende, jedes Stück gebe ich garantiert nicht zurück. okay, wir haben nur das eine hier leider. Aber das macht nichts, dann können wir das andere gleich noch verkaufen. Du musst nicht immer alles vorlesen. Doch, muss ich. Doch. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen Faktenwissen haben. So, jetzt hast du es davon. Falco, hast du jetzt davon. Jetzt holen wir uns Faktenwissen. So, prächtig, vorzüglich, pass auf. Nun denn. Jetzt hör mal rein hier. Ankylosaurus war ein Pflanzenfresser. Der Grasgladiator, der grüne Hühne der Kreidezeit. Mit seiner Schwanzkeule, seiner schweren Rüstung und seinen, ja, Hörnern war er eine Naturgewalt. Doch es kommt noch besser. Manche Theorien zufolge hat er sogar aktiv Fressfeinde angegriffen. Man stelle sich ein solches Verhalten bei einem Pflanzenfresser vor. Das ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Und das war's. Jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken, wie der aussieht. Ich möchte... Schade, dass die da nicht ein Bild einblenden oder so, wie der vorher aussah. Ach komm, lach dir jetzt ernsthaft über Schwanzkeule, bitte. Bitte. Mal ein bisschen Kontenance im Chat jetzt. Ankylosaurus. Saurus. Wenn ich die dann immer sehe, dann geht's, ne? Dann weiß ich, ah, die sind das, alles klar, okay, das sind die mit dem Panzer hier, ne? Die sind das, krasse Scheiße. Hier, ich weiß nicht, ob der Chat auch mal sehen möchte. Sieht man das einigermaßen? Die sind das. Also halbwegs sieht das zumindest. Verabschiede mich mal ins Bettchen, viel Spaß euch noch und gute Nacht, Dryteek. Ich wünsche dir eine gute Nacht und, ja, bis morgen vielleicht, ne?
Gute Nacht, schlaf gut und lass dich nicht ärgern. Vielleicht finden sich auch die verbleibenden Teile und das Fossil. Ja, ja, jetzt komm, jetzt quatsch mir nicht zu hier, Digga. Es ist ein scheiß Fossil gewesen, entspann dich. So. Tobi auch eine Schwanzkeule. Unglaublich. Unglaublich. So. And now. Oh, was ist das? Was gekrabbelt, habt ihr gesehen? Ui. Wo spielst du? Ein Sandloch. Oh, haben wir schon. Schade. Schade. Hatten wir schon. Verdammt. Der sah so neu aus irgendwie. Ich dachte, wir hätten die noch nicht. Oh, guck mal. Alter, wie viel? Ja, Lego Mio. Wenn du Festplatte Hilfe brauchst. Ja, Dry, ich melde mich. Falls ich da irgendwie Probleme, Fragen, irgendwas, Anregungen habe, dann melde ich mich auf jeden Fall. Sehr gerne. Aber wie gesagt, ich werde mir wahrscheinlich einfach eine normale HDD irgendwie bestellen oder so. Das ist am einfachsten. Das ist am einfachsten. Ich schüttel nochmal ein Bäumchen, ne, wenn wir jetzt eh nochmal verkaufen gehen. Es macht so süchtig. Ich könnte den ganzen Tag jetzt hier rumlaufen und Kirschen sammeln und Sternis. Das ist. Ah. Man kommt hier zu nix. Und ich habe Angst, dass uns wieder eine Vogelspinne. Was haben die für einen Radius? Weil das ist, wenn du nach unten läufst, ist das halt echt scheiße, ne? Weil die sehen einen ja, bevor wir die sehen, oder? Das ist doch echt doof. Na komm, nehmen wir dich auch gerade noch mit. Du Schwein! Nimm ich den Kescher in die Hand, das triggert die. Jetzt echt, es gibt Leute, es gab sau viele im Chat, die gesagt haben, Köcher weg. Und dann haben andere wiederum gesagt, ist scheißegal, die greifen sowieso an. Was stimmt davon jetzt? Ich bin verwirrt. Oh, warte mal, die Riesenmuschel brauchen wir aber. Verkauf mal über die Teppichmuschel. Flaschenpost machen wir gleich auf. Die greifen nicht an, wenn du keinen Kescher in der Hand hast. Die greifen so oder so an. Okay, also nicht rennen, verstehe ich, aber was meint ihr mit nicht rennen? Ist nicht rennen in dem Sinne schon, also muss ich jetzt so laufen? Oder kann ich auch so laufen? Weil das hier ist ja das richtige Rennen. Ne, das Rennen. Das hier ist das normale Laufen eigentlich. So, wir holen uns da oben nochmal schnell die Punkte ab. Zack, zack. Nicht B drücken. Ja gut, das mache ich ja eh nicht. Das mache ich ja eh nicht. Das mache ich ja sowieso eigentlich fast nie. Eher selten eigentlich. Das hier ist das normale Rennen. Also das ist, ne, Standard. Wir gehen mal die Häuser platzieren da drüben jetzt, dass wir die aus dem Inventar draußen haben. Ich mache die Flaschenpost aber vorher nochmal auf. Was haben wir denn hier Schönes? Hiermit verkünde ich, dass mir bei einer Tasse Tee eine großartige Idee für eine Bastelanleitung kam. Vorzügliche Ideen müssen mit anderen geteilt werden. Ich hoffe, du schreitest zur Tat. Es grüßt dich, Lilly. Okay, was haben wir hier? Flachgartenstein. Schön. Hm? Ich weiß jetzt, wie man einen Flachgartenstein herstellt. Wow. GG, Bro. Okay, pass auf. Haus, ne? Haus 1, Haus 2. Ach Gott, wo setzen wir die denn hin? Ich schmeiße doch auch nicht. Hier kommt eins hin. Hier, mitten hier hin. Gott, ist das groß. Ach komm, mach mal. Ja, ist nur ein Baum, das ist okay. Was Asami sagt, was sagt Asami Salami denn? Wenn die Spinnen stehen bleiben und sich aufrichten, selbes tun. Okay. Aber das Ding ist halt, wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt nach oben läufst, geht das ja, ne? Aber wenn du runter zu's quasi läufst von der Kamera, dann siehst du die Spinnen ja fast gar nicht. Oh, Tom ruft an. Was habe ich falsch gemacht? Bist du's? Ja, hier, Tom Nook. Was macht die Grundstücksuche?
Vorzüglich, dann läuft alles wie am Schnürchen. Wirf mal einen Blick auf die Box, die vor dem Grundstück steht. So siehst du, was gebraucht wird. Sachen, die später im Haus stehen, gehören in die Box. Den Rest stellst du einfach ins Freie. Alter, was für ein Kommandeur, ne? Was, das ist so, der ist so ein Unsympath, der Typ. Soll ja schließlich auch was hermachen, das Ganze. Stimmt's oder habe ich recht? Wenn man die drei Grundstücke feststeht und du alles abgeliefert hast, dann melde ich wieder. Das ist so ein ekelhafter Typ, ne? Ich warte im Service